Ja, wo muss ich anfangen? Sie haben mir gefragt, ob ich ein Stück über Freundschaft machen will. Und dann habe ich mir eine Geschichte gemacht, nach viele andere Geschichten. Und die habe ich alle weggeworfen und dann habe ich eine übrig gehalten. Und das ging über vier Kinder, die zusammen auf einem geheimen Platz in einer Fabrik, wie eigentlich das Theater des Mockster aussieht. Ja, das kann man so vorstellen, dass es eine alte Fabrik ist. So, das ist jetzt, und das will ich eigentlich in diesem Mikrokosmos, in dieser Fabrik, in diesem geheimen Platz, wo Kinder einander begegnen und spielen zusammen. Das wollte ich gern, da wollte ich gern etwas überschreiben. Versuchen Sie einen Moment lang in mir nicht den scheiß Jugendlichen zu sehen, der nichts lernen will, sondern jemanden, der genauso zweifelt wie Sie. Hören Sie mir zu. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich kapiert, dass die Dinge, all die Dinge, die einen Sinn für mich hatten, gestorben sind. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was Sie schon einmal gespürt haben, aber es ist erstaunlich, die Mechanik einer Welt zu sehen, die so lange magisch gewesen ist. Ich weiß nicht mehr, was da vorgeht. Ich weiß es nicht mehr. Bringt es irgendwas zu kennen? Bringt es irgendwas zu wissen? Ja. So. Was macht ihr hier? Hallo. Ich geb doch überhaupt nichts auf Jungs. Ich sag nur, du musst nicht so viel auf die geben. Ja, aber ich sag doch, ich gebe überhaupt nichts. Ja, ganz ruhig. Ich sag ja auch nur, du musst nicht so viel auf die Jungs geben. Caro, Jungs sind mir total egal. Ich gebe überhaupt nichts auf Jungs. Und ob du was auf Jungs gibst? Hab ich doch selbst gesehen. Wenn du Mimu nur siehst, fängst du schon fast an zu heulen. So ein Quatsch. Ich will nie im Leben was mit einem Jungen haben. Das sind doch alles Vollidioten. Ja, genau. Ah, da kommt er ja, der Mimu, meine ich. Los, kommst du mit? Nee, wir bleiben einfach, wo wir sind, sonst kommt er sich noch wichtig vor. Guck mal, der hat deinen Brief dabei. Ja. Jetzt so, oder? Zeig mal. Tschüss. Tada! Während ich an DNA schrieb, formierten sich nach und nach verschiedene Gedanken zu der Frage, ob es jemals richtig sein kann, einem Individuum zum Wohle einer Gruppe Schaden zuzufügen. Ich hatte eine Gruppe von Leuten im Kopf, die versuchen, ein Problem einfach aus der Welt zu schaffen, statt es zu lösen oder Verantwortung dafür zu übernehmen. Nach einer Gewalttat versuchen sie zu tun, was sie für richtig halten, aber das führt dazu, dass sie immer schlimmere und noch schlimmere Dinge tun. Mir scheint, dass alles Schlimme, was eine Gesellschaft tut, immer im Glauben geschieht, es sei das Richtige.